so mitschreiben, die Rente ist sicher. Die Rentenlücke, das ist ein Riesenthema, weil wir wissen alle, die umlagefinanzierte Rente ist nicht bezahlbar, hat man uns eingeredet, ne? Deshalb haben Sie eine kapitalgedeckte Altersvorsorge, dass Sie die komplett verlieren können, das spüren Sie gerade im Augenblick, ne? Alles, was Sie gespart haben, kann morgen kaputt sein, meine Damen und Herren. Alles kann kaputt gehen. Das Einzige, was nicht kaputt gehen kann, ist die umlagefinanzierte Rente, die Sie uns kaputt geredet haben. Die kann nicht kaputt gehen. Die hat alle Crashs des letzten Jahrhunderts überlebt. Man muss diese Rente nur endlich mal verstehen. Umlagefinanziert heißt eben nicht, Sie zahlen 30 Jahre in eine Kasse ein und kriegen das dann verzinst wieder. Umlagefinanziert heißt, das, was diese Gesellschaft in diesem Jahr erwirtschaftet, das wird umgelegt. Wir können immer nur das umlegen, was da ist. Das ist das einzig vernünftige Wirtschaften. Und das verteilen wir auf die, die es erwirtschaften, auf die, die noch zu jung sind, um es zu erwirtschaften, und auf die, die schon zu alt sind, um es zu erwirtschaften. Und in dem System, wenn Sie 80 Jahre werden, haben Sie 20 Jahre profitiert, haben Sie 40 Jahre draufgezahlt, wieder 20 Jahre profitiert. Gerechter geht es gar nicht. Und es würde auch wunderbar funktionieren, wenn sich alle mit allem, was hier erwirtschaftet wird, daran beteiligen. Das System funktioniert deshalb nicht, weil in Deutschland haben die Ärzte eine eigene Altersversorgung, die Architekten haben eine eigene Altersversorgung, die Anwälte haben eine eigene Altersversorgung, die Beamten haben gar keine Altersversorgung und die Politiker auch nicht. Alle, die ein bisschen mehr verdienen, haben sie es im System schon mal komplett ausgeklickt. Und 27% der Deutschen zahlen überhaupt noch in diese Systeme ein. Und davon sollen fast 70% hinter eine Rente bekommen. Das kann natürlich wirklich nicht funktionieren. Wenn aber das Bruttosozialprodukt gestiegen ist und der Anteil der Leute, die für Lohn arbeiten, immer kleiner wird, dann muss man eben alles, was hier erwirtschaftet wird, mit ranziehen. Und das geht auch. In der Schweiz zahlen sie von allem, was sie verdienen. Von Mieteinnahmen, von Zinsen, von Dividenden, von Spekulationsgewinnen und von Lohn. Von allem, was sie verdienen, zahlen sie in die Rentensysteme ein. Ein kleinerer Prozentsatz hier, aber eben von allem. Und davon können sie jedem eine Basisrente garantieren, von der man existieren kann. Noch schöner ist, wenn sie ihnen erzählen, dass die Rente, die wir hier haben, das Rentensystem sozial gerecht ist, weil ja jeder denselben Prozentsatz bezahlt. Die starken Schultern müssen mehr tragen, sagt die SPD ihnen ja immer. Krankenversicherung? Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Pflegeversicherung machen zusammen 20% vom Bruttolohn aus. Glauben Sie für alle? Wenn Sie 2000 Euro im Monat verdienen, zahlen Sie 20%. 400 Euro, Sozialversicherungsabgaben. Wenn Sie 4000 Euro verdienen, brutto, zahlen Sie auch 20%. 800 Euro, Sozialversicherungsabgaben. Wenn Sie 8000 Euro im Monat verdienen, was glauben Sie, was Sie dann zahlen? Auch 20%? Das wären 1600 Euro? Nee, nicht ganz. Sie zahlen 889,93 Euro. Höher steigt das nicht mehr. Das ist doch verblüffend, oder? Was die starken Schultern da alles tragen müssen. Wenn Sie 20.000 Euro im Monat verdienen, zahlen Sie auch nur 889,93 Euro. Das steigt überhaupt nicht mehr höher. Da können Sie verdienen, so viel Sie wollen. Das ist die Beitragsbemessungsgrenze. Man kann das auch einen Schutzzaun für die Reichen nennen. Über 5.500 Euro zahlen Sie nicht mehr in die Rente, über 4.800 Euro zahlen Sie nicht mehr in die Krankenkasse ein. Wer 20.000 verdient, zahlt genauso viel wie jemand, der 5.000 verdient, in absoluten Zahlen. Nur der mit 5.000 zahlt 20% von seinem Lohn und der mit 20.000 zahlt nur 5% von seinem Lohn. Das ist die Gerechtigkeit unserer Systeme. Die starken Schultern müssen mehr tragen. Das Problem ist zu lösen. Es muss keiner darunter leiden. Es gibt nur ein Problem, wir haben eine Demokratie. Deshalb wird das nichts. Sie kriegen in einer Demokratie wie der unseren keine Mehrheit für eine Politik, von der 80% der Bevölkerung profitieren wird. Bei CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne machen diese Wirtschaftspolitik für die reichen 10%. Beschäftigung durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung, Zins- und Zinseszinspolitik. Und diese fünf Parteien sind eine Einheitspartei im Grunde, wirtschaftspolitisch gesehen. Und diese Parteien holen zusammen immer über 80% locker. Wie machen die das? Wie bringen die 70% der Bevölkerung dazu, gegen ihre eigenen finanziellen Interessen zu stimmen? Mit einem Trick. Die versprechen den 70% Verarschten, dass sie eines Tages auch zu den 10% Reichen gehören werden, wenn sie sich anstrengend und fleißig und produktiv sind. Und zwar alle. Und diesen ganzen Schwachsinn haben die so lange erfolgreich in die Hirne der Menschen gehämmert, in unserer angeblich freien Gesellschaft, dass keiner mehr merkt, was hier los ist. Und das machen die mit Hilfe der sogenannten freien Presse. Und da muss man einfach mal gucken, wem das Ganze gehört. Und das Privatfernsehen ist für die Verblödung der Menschen zuständig. Darum hat der Kohl das auch damals eingeführt. Der wusste, Brot und Spiele braucht das Volk. Je trockener das Brot wird, desto lustiger müssen die Spiele werden.
Und wenn man ein Volk dauerhaft verarschen will, muss man es blöd halten. Deshalb darf nichts in Bildung investiert werden.